Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, ich werde heute leichte Sachen machen und auch nicht kompliziert und auch nicht Zuschauer fängt an, Rohrschneider irgendwas zu erzählen. Ja, so. Als liebe Zuschauer, ich muss euch etwas über Jack Scorpion und Rohrschneider erzählen. Gut, also ich habe jetzt erstmal hier hinten Polyethylen hergestellt. Also wie gesagt, wir haben Brewery. Habt ihr gesehen, Wasser rein, Rohrleitung habe ich schon mal verlegt. Ich habe dann hier schon mal einen Molten Tank mit Polyethylen gemacht, den werden wir gleich drüben brauchen. Weil da machen wir auch leichte Sachen her. So, dann haben wir hier noch weitere 466. Und ja, und dann macht man hier halt Polyethylen, dann macht man Ingots draus und da hat sich der Rohrschneider schon welche genommen. Und ich habe jetzt auch welche. So, dann habe ich jetzt Polyethylen-Bars dabei. Sechs Ja, Stück. aber ich komme noch mal zu dir. Ich brauch Platten und die Platten kann ich nur in dem Dings der Maschine machen. So, und jetzt habe ich Plastikpipes gemacht und jetzt TP ich mich rüber. Ich werde nicht mehr laufen. Ich warte endlich auf die Quest, wo wir das auch uns diese Dinger machen können, diese Teleporter. Wo hast du denn die Dings hingepackt? Bäh, 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 Na, die. bäh, Brain AFK, da. So, nein, das Mold für die Cheats. das habe ich momentan noch in den Tank oben drin. Du kannst noch mal, das die Pipe werde ich gleich verlegen. Ich komme gleich noch mal. Oh Mann, Erzverarbeitung. Ja. Der schon wieder für einen Blödsinn. Weißt du, was da hilft? Maßloses Ignorieren. So. Was hat er geschrieben? Moment, jetzt muss ich es doch lesen. So, liebe Zuschauer, ich muss euch etwas über Jack Scorpion und Rohrschneider erzählen. Die beiden arbeiten seit Jahren zusammen. Denkt daran, ich habe eine Pfanne. Und betreiben, wie ihr ja wohl wisst, einen YouTube-Kanal. Doch in letzter Zeit Trafen. Trafen? Seit wann schreibt man Trafen Treffen, mit zwei F? ja. Die beiden immer wieder schwere Rückschläge, auch finanziell. Und dies treibt sie nun dazu, fiese Sklavenhalterei zu betreiben. Also rettet mich und die anderen hier. Aber nur mit Fohlengeraffe. Richtig, mich rettet ihr als erstes. So, jetzt kommt meine Antwort. Da fällt mir ein Lied von den Ärzten ein. So, das muss jetzt auch mal sein. Ja, so, Das ist schön. mal ein bisschen Witz. Wir haben ja ein bisschen Spaß. Spaß müssen wir auch noch haben. Also. Also wie gesagt, das ist ein erster Titel, ne? Ja, das ist wohl sein kleiner Fetisch. Ich glaube von Bitte, Bitte. Ja. So, aber wo ist denn dieses Molten-Scheißdings? Ding. Weißt du, was ich meine? Heute Plattengießgerät. finden wir keine Worte. Und da ist das Plattengießgerät. Ich habe das Plattengießgerät gefunden. Das Plattengießgerät? Ja, ich sag dir gleich, wie es heißt. Also Fluid Solidifier, der ist hier. Ich stehe davor. Ja, aber mir fehlt das Mold Plate. Das weiß ich nicht, wo das hinmarschiert ist. Das suche ich nämlich auch Das gerade. war drüben. Also. Oh, wir haben Plastik-Quest. Wir haben eine Plastik-Quest abgeschlossen. Plastik! Oh, Quest haben wir ganz viele abgeschlossen. Ja, da müsste ich auch mal gleich wieder reingucken. Also man So. sollte nicht so übermüdet sein, so wie ich, dann macht man auch nicht so verwirrte Dinge. Ich hoffe, dass wir noch Bafo. genügend Material drüben haben. Was nehme ich, soll ich denn nehmen? Eine Diamond Lens oder ein Lootback Tier 2? Industriediamanten, bitte. Ist nicht zur Auswahl.
Der Rest interessiert mich nicht. Da würde ich dann sagen, ich nehme mal eine Diamond Lens, ne? Weil Kupferfolie, kann, sag ich mal, können wir herstellen. Ja. So, ich brauche von dir jetzt auf jeden Fall Convoyer-Modul und Electric Pump. Und zwar Electronics. Ja, Ja, ja. kannst ja mal das Rezept zeigen. Es ist ganz einfach geworden jetzt. Genau, weil wir haben, wie gesagt, wir haben ja Ganz abgedatet. einfach. Wir mussten ja updaten. Und wir wollten natürlich auch nicht weiter drum andere denn. Rumschlawenzeln. Ja, so, das heißt, jetzt brauche ich bitte einen Basic Circuit Board und ich brauche einen Electronic Circuit. Electronic Circuit haben wir auch keine mehr. So, hier muss ich jetzt ja wieder Biomasse reinmachen, ne? Hey, was? Also es ist jetzt nicht so, dass wir zu ihm gesagt haben, weil ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Also für die, die wohl jetzt wirklich gerade meinen, wir machen ja Sklaverei. Also wir haben nicht zu ihm gesagt, komm bei uns auf dem LP-Server und arbeite für uns. Es gibt ja bei uns auch noch einen Zocken-Server, einen Community-Zocken-Server. Sozusagen, wenn man auf den TS kommt und dann wenn mit uns bla bla macht und vor allem mit unserem Sklaven, weil der ist Genau. nämlich der Moderator davon. Genau. Also Das mit Fohlengeraffel im TS gutstellen und dann dürft ihr vielleicht sogar, könnte man sogar auf den Server kommen. Ja, und er ist weiblich. Was? RSIS ist weiblich? Ja, siehst doch. Ist ein Ich Fohlen. wei, ich wei, ich Geschlechtsform. weiblich. Nicht weiblich. Was? Kann ich ja nichts dafür. So, ich nehme mal die Rubber-Sheets mal schnell in die Hand. Und hoffe, dass die Quest Ja. abgeschlossen wird. Ich suche immer noch, wo hast du denn hier die Compressed Plant Balls hingepackt? Compressed Hast du? Blend Balls, die sind schon alle gegessen. Die sind schon weg. Okay, dann Jetzt muss weißt ich. du, warum dass ich sage, wir brauchen von Ender.io den nächsten Farmer oder wir müssen oder ich muss Golems bauen. Eins von beiden. Ich bin für Golems. Die sollen das dann auch bitte gleich rübertragen in die Maschinen. So. So gut können die nicht laufen. Ist das egal, was ich da reinpacke, oder ist das auch noch abhängig, wovon, irgendwo von? Obwohl Soja. Für nichts anderes braucht der Mensch Soja. Ja, du kannst, nimm halt das, wo wir am meisten Stacks haben. Ja, ich ernte einfach das Feld. Ja, oder so. So, ich habe doch jetzt vorhin, ach so, Nein, das ich waren, will das nicht essen. das war doch ein Steam Quest. Rubber Sheets, incomplete. Alter. Das ist ein, hahaha, die sind dann weg. Tschüss! Er ist weg. Die Rubber Sheets, die 64 Stück. Sehr gut. So, aber wir haben eine Quest abgeschlossen, jetzt haben wir auch einen Gummianzug. Haben wir einen Gummianzug? So, jetzt brauche ich erstmal wieder zwei LV-Motoren. Ja, den muss man ja anziehen, wenn man Fohlen sein Zimmer aufräumt, ne? So, scheiße. Hey, ich kann mich hier nicht konzentrieren. Macht nichts. Lach mit Ahmed, oder wie? Ich kann nichts mehr ernten, weil mein Inventar ist voll. Und ich habe nicht mal das ganze Feld abgeerntet. Ich habe total vergessen, was ich machen wollte. Vor lauter Blöderei. Okay, das heißt, ich brauche jetzt mal Stahl. Ja. Ich versuche ja eigentlich noch schnellstmöglich noch mal ein paar Polyethylenplatten herzustellen, damit wir die dann auch aus einmal zeigen können, wie das gemacht wird. Ja, nun komm schon, schneller ernten. Oh, früher war ich auch mal schneller hier, du. Gott, ist, ey, das ist so Ich werde scheiße alt. Ich teuer komme nicht mehr. geworden. Ich komme nicht mehr runter mit dem Rücken. So, ich komme. Werkstatt, Kompressor. Nee, haben wir schon Advanced Kompressor? Nee, ne? Nein. Ah. Ich habe meinen Tank vergessen. Ich habe mittlerweile ist in mein Inventar hat wieder den normalen Status erreicht. Ja. Okay, also aus 8 Sojabohnen macht er ein Plantball. Alter, Ja. den. Jetzt weißt du, warum das ich. Und du brauchst zwei, um einmal Polyethylen herzustellen.
Alter, Dine. So, ich muss mal schnell rüber. Er hat Gott sei Dank den Tank nicht mit den 1000 Millibucket Polyethylen gesehen. Ja, du, wenn du das jetzt nicht zeigst, also ich nehme heute dann keine mehr auf und müssen wir morgen erst Circuits herstellen. Braucht bloß eine Platte, damit wir das einmal zeigen können, weil das ist ein sehr, sehr langwieriger Ich Prozess. werde jedes Mal von dem kleinen Frecker geschlagen, wenn ich, wenn ich darüber gehe. Wo? Wo ist er? Ins Lager oder wohin? Nee, ich wurde drüben in der Erzverarbeitung geschlagen. Jetzt schlägst du nicht nur du mich, jetzt schlägt der mich auch noch. Nee, Ich jetzt, also komme mir hier dich schlag gedemütigt vor, ich, ich werde bald einen Knast bauen. also Dreck schlagen darf nur ich. Ich werde jetzt mal mein Schwert an ihm ausprobieren. Aua! Alter Schisser. Okay, also Plantball muss in den Measurator. Gott, der Measurator ist voll. Der Measurator ist voll. Oh, ist weg, gut. So. Brauche ich noch meinen Schraubendreher. Hoffe, dass ich noch einen hab. Alter, mittlerweile finde ich gar nichts mehr. Nee, nee, Hat er aus nee. zwei Plantballs jetzt? Ich glaube, dass der zweite läuft noch. Da muss ich das zentrifugieren, ne? Ja, das hast du ja schon das letzte Mal so gezeigt, hoffe ich. Ja, habe ich ja auch. Ich muss mir nur den Arbeitsweg jetzt noch mal merken. Okay. Auch noch mehr. Cool. Werkstatt, Teleport. So, jetzt habe ich hier in meinen Basic Assembling Machine, das werden wir bald eine dritte brauchen, habe ich jetzt das Molten Polyethylen reingeschüttet. Sechs Plantballs fertig. Ich bin irre. Teleport. So, Oh, bleiben Sie mal da, Werkstatt. die Dame. Nee, King Tide. Doch hier, Masarierin. So, das heißt, ich habe jetzt hier mein MV Machine Casing. Das packe ich jetzt da rein und nehme mir ein Kupferkabel. Ich glaube, da eins reicht. Oder auch nicht. Und jetzt schaue ich gleich blöd, weil ich bestimmt irgendwas vergessen habe. Eigentlich brauche ich zwei. Hahaha! Wieder mal mega leck. Ja, vorhin ist gerade gejoint. Scheiße. Weißt du, was blöd ist? So richtig blöd. Na. Wenn man gerade in die Assembling-Maschine, die wo man gerade braucht, Molten Polyethylen reingekippt hat und das Ja. derjenige ist, der wo auch das Rubber-Zeug macht. Ja, es ist blöd. Hast du noch ein Kupferkabel? Da haben wir noch eins. Gott. Ich habe keine Kupferkabel, nein. So, jetzt habe ich hier mein Kupferkabel. Seht ihr, jetzt haben wir zwei Stück und jetzt habe ich durch ein bisschen Polyethylen mir sozusagen die eine Aluminiumplatte und zweimal diese Rough Iron Plate geschenkt. So, das heißt, ich habe jetzt die Machine Hull. Ich wollte eigentlich so viel anderes machen und komme nicht dazu, zum Weinen. So, ich habe Stahlplatten. Die nehme ich jetzt mir mal raus. Weil dann kann ich das nämlich bis zum nächsten Mal alles vorbereiten. Eins. So. Komm schon, komm Dann schon. Ich brauch noch brauche ich jetzt bitteschön Rods. So, und dieses komische Zeug musste ich doch jetzt in die Brewery packen, ne? Brewery, Wasser und dann. So, und jetzt brauche ich noch einen Wrench. So, und jetzt habe ich Steel Frame Genau, Box. der macht da Polyethylen draus. Und das heißt, ich brauche jetzt den Implosion Compressor. Genau, so. Und dafür brauche ich Reinforced Stone. Ich brauche dafür Aluminiumkabel. Das wird zum Kotzen. Jetzt habe ich auch vier Platten. Dann kann ich schon mal vier von diesen Circles machen. Und
Teleport. So, jetzt brauche ich Steel Frame Boxes. Die, glaube ich, habe ich gerade gemacht. Und den Solid Ding, genau, den brauche ich gerade. So, Steel Frame Boxes, das brauche ich 3 und einen. Ich glaube, das müsste reichen. Aber, so, das heißt, ich brauche jetzt den Wrench und einen Hammer. Kannst du mal bitte oben drauf einen Hammer legen? Ich hoffe, dass du gerade neben mir stehst. Oben drauf ein Hammer. Unterer. Ja. So, jetzt habe ich ein Solid Steel Machine Casing. So, sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt brauchen wir dann noch Advanced Circuits und Aluminiumkabel. Wie gesagt, das Problem wird jetzt sein, ich muss jetzt irgendwie, entweder muss ich mir schnell eine Assembling-Maschine bauen, vor allem schnell. Nein, komm mal her jetzt. Komm mal her. Hier ist auch die Assembling-Maschine, ne? Ja. Da siehst du jetzt ja diesen Empty Circuit Board. Ja. So, da packt man rein hier diese Silicon Plates und die Polyethylen Plates. Ja, unten ist auch nochmal Polyethylen drin. Aber das geht nicht, du brauchst Plate. Das, was da unten drin ist, interessiert dich nicht. So, und diese musst du jetzt mit hier, Forming Press. Wo ist die Forming Press hin? Frag doch mal eine Kiste. Da ist sie. Hier. Steht drauf. Da, genau, Forming Press. Und da packst du jetzt die Dinger rein und dann packst du die dazu. Dann macht er Basic Circuit Boards. So, und wenn man die macht, das ist einfach die Kupferfolie mit einem mit einer Lens. Also hier kannst du. Ich glaube auch Ruby, glaube ich, geht auch. Hier kannst du reingucken in die Ruby. Ruby Lens ist drin. Und dann packt man die Folie rein. Genau, und dann macht er. Also das ist jetzt der einfache Weg, der es momentan noch gibt. Wenn das Update rauskommt, Leute, könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, könnt ihr euch warm anziehen, wird es noch schwerer. Weil dann wird es nämlich einen neuen Assembling Table geben. Bin mal wieder in Talent. So, jetzt habe ich ja hier diese Basic Circuit Boards. Die muss ich jetzt mit da reinpacken und dadurch Electronic Circuit Boards zu? Nee, das kannst du da nicht reinpacken, weil dafür brauchst du nämlich flüssiges Zinn. Du brauchst den Assembling Machine da drüben. Warte. Wo drüben? Ja, warte mal, ich gehe gleich mit, weil ich muss nämlich auch rüber. Weil ich brauche Werkstatt oder was? Ja, ich brauche noch Clay Dust. Hast du Clay habe ich. Tin. Noch irgendwo Tin da. Ich glaube, Tin ist das. Oder nee, du kannst auch Lead nehmen. Nimm Lead. Wenn wir haben. Lead? Oder Lead haben wir ein bisschen. Ich bringe mal was mit rüber. Ja, oder Zinn, ich weiß es nicht, was wo es jetzt mehr Sinn macht. Also die, So. Ich gehe jetzt mal schnell in den Macerator rein, weil ich meinen Clay erstmal finden muss, wo ich den hin hab, Diggas. Hä? Da ist Clay. Sehr schön. Also das heißt jetzt, ich gehe jetzt hin, nehme den Clay und hau den erstmal in den Macerator. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Das ist ja leider immer so. Man muss warten. Wir haben aber, wie gesagt, ich arbeite schon dran, dass wir jetzt dann den da auch updaten können, weil ich will endlich die Lahmarschmaschinen hier raus haben. So, und jetzt mache ich gerade Clay Dust. So, diesen Clay Dust. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den jetzt nicht gleich Rohrschneider um die Ohren haue. Das ist alles weg. So, jetzt habe ich hier meinen Mixer. Jetzt nehme ich den Clay Dust. Und ich nehme Stone Dust. Wir dürfen endlich mal das Zeug, was wir da oben so in 41.534-fach haben, verwenden. So, und wo soll ich jetzt hier, haben wir hier, wo ist hier eine Maschine, die das kann jetzt? War das jetzt nicht der? Ach scheiße, das war das Chemical Bath. Ich wollte sagen, wir haben noch keinen Advanced mich, den Dings. Was brauche ich denn? Nee, das brauche ich, da brauche ich keinen Advanced. Da reicht der einfache, den haben wir ja. Okay, gehen wir in die kleine Verarbeitung. Und suchen eine. Unser chemisches Bad. Unser Chemical. Kann ich nicht verwenden. Warum? Das Wasser drin.
Da ist Wasser drin. Sag mal, kriegst gleich eine, bau die ab. Ja, mach mal weg. Ich habe leider keinen Platz mehr für gar nichts mehr. Ich auch nicht. Vor allem brauche ich erstmal eine Holzplatte. Brauchen wir. Und ich habe ich brauche noch einen Wrench. Noch irgendwo einen Wrench? Habe ich irgendwo einen Wrench reingepackt? Ja, ich habe einen, warte. So. Jetzt habe ich auch offiziell keinen Platz mehr. So, ja. Sojabohnen da rein. So. Hast du? Platte. So, Chemical Bath wieder rein. So. Hell? Scheiße, war doch richtig. Ich hab doch das richtig im Kopf gehabt. Wie kriege ich jetzt hier das Molten Polyethylen raus? Gar nicht. Kannst mal noch ein paar LV-Maschinen-Casings bauen. Oder mal gucken, ob du noch irgendwo was brauchst, wo du das dafür brauchst. Ja, dann brauche ich ja MV-Sachen. Ich brauche keine LV. So, dann habe ich jetzt hier meinen Tank. Ich habe irgendwo eine Crowbar. Also ihr merkt gerade, wir kommen langsam in die Kategorien, wo alles etwas nicht so kompliziert wird, alles total einfach ist. Richtig. Und es gar nicht mehr ewig lange dauert. So, das heißt jetzt, ich bräuchte bitte... Wie viel ist denn noch drin? 9250. Toll, ey. Ich brauch doch bloß einen von diesen blöden Circuits. So. Machen wir mal Trick 17. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. So, das heißt, jetzt kommt hier rein der Clay Dust und das Stone-Zeug. Und jetzt brauche ich mal einen Schraubendreher. Hier. Und jetzt läuft das Wasser rein. Reicht das nicht? Brauche ich mehr? Ich brauche 500 Amount. Ach, ich brauche 3 Stone Dust. Ha! Ha! So, mal gucken. So habe ich das vorher nicht gesehen, das Rezept. So. Und jetzt haben wir 576. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche 144. 144, das könnte reichen. Das könnte sogar einer zu viel sein. So, das heißt, ich brauche jetzt wieder meine Crowbar. Schlag die ab. Ich habe mittlerweile überhaupt keinen Platz mehr im Inventar. Das ist zum Mäusemelken. Ah, das ist eine Empty Cell. Die kann ich rausmachen. Da kann ich die Crowbar jetzt reinmachen. Jetzt brauche ich meinen Wrench. Der Wrench geht jetzt dahin. Jetzt nach oben. So, und jetzt sage ich bitte Fluid Output. So, jetzt habe ich mein Zeug da. Jetzt muss ich in die kleine Verarbeitung. Gar Gottes Willen. So, dann brauche ich jetzt wieder die Pumpe. Die Schaufel mal nach oben. Jetzt brauche ich wieder die Pumpe. Dann brauche ich wieder meinen Schraub. Alter. Ich möchte bitte ein zweites Inventar. Battery Alloy Plates. So, dann kann ich das schon mal wieder dahinstellen. Dann kann ich... Ja, Alter. Das ist ja schlimm. Noch 2 Kupferkabel. Haben wir noch isolierte Kupferkabel. Bestimmt. Nein. So, und jetzt nehme ich dieses Steel Frame. Die aufgebraucht? Das Kupferkabel ist momentan... Also das Isolierte ist momentan weg. Darum sage ich ja, bau noch ein paar LV, dass wir das Polyethylen daraus kriegen. Das hat ja schon wieder fast geklappt. Polyethylen raus, und zwar so. Aber nicht abbauen in die Maschine, bitte.
Weil das sind 576, da kannst du mindestens zwei LV-Machine-Casings bauen. So, ich habe die Scheiße endlich fertig. Also nicht ganz fertig, ich habe jetzt die Hälfte. So, was ich jetzt dann noch brauche, ist bis zum nächsten Mal das Aluminiumkabel und ich brauche die Advanced Circuits. Ja. Jetzt machen wir schnell. Ja, machen wir mal kurz die Überziehung. Überziehung der Lottozahlen. Ach nee, das war was anderes. 194 habe ich noch. 294 sind noch drin. Was, Polyethylen? Ja. Warte mal. Poly. Muss mal gucken, wie wir das noch rauskriegen. Poly. Also das finde ich ein bisschen schwach, dass man das nicht wieder rauspumpen kann. Ja, das ist auch das, was ich sage, aber. So, Molten Polyethylen. Im Autoclave brauchst du das, um Carbon-Dust, um das herzustellen. Das, was du suchst, Raw Carbon Fiber. Ja, das Rezept habe ich auch gerade gesehen. Ich weiß nicht, warum das vorher nicht mal angezeigt wurde. Aber eine Autoclave, glaube ich, haben wir noch nicht. Nee. Müssen wir noch bauen. Assembling Machine. Hahaha. Haben wir noch Zinnkabel, isoliertes? Weiß ich nicht, wieso? Kannst du Batterien bauen? Was sollen wir denn mit LV-Batterien? Achso, nee, wir brauchen ja MV. Das heißt, ja, da muss ich mir was überlegen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Kabel herstellen. Nee, Kabel habe ich. Eine Batterie habe ich ja schon. Eine Battery Hill. Ja, dann rechte jetzt noch irgendwo hier. Scheiß drauf. Warte mal, ich bringe mir noch ein bisschen Aluminium mit. Gott, wir haben fast kein Aluminium mehr. So, 294 sind noch drin. Ja, kann sein, dass es vielleicht reicht, vielleicht reicht es nicht. Wir werden es gleich wissen. Ich schmeiß mal schnell Aluminiumplatten durch. Bei LV-Maschinencasings brauchen wir ja immer. Haha, aber ich brauche ja noch zwei Kupferkabel. Hast du noch welche? Ich habe noch zwei Kupferkabel, ja. So, und jetzt sind es noch 6. Jetzt kannst du die Maschine abreißen. Aber bitte nicht mit der Picke. Denn nicht. Warum steht da jetzt Liquid Naphtha drauf? Weiß ich nicht. Ach, weil ich da den Tank drauf habe. Und da er der andere Tank drüber war. Okay, also jetzt kann ich den abbauen, ja? Ja. Bauen. Und einstecken. So. Hast du den? Warum auch immer. Weiß ich auch nicht, warum du jetzt auf einmal. Ich frage mal meinen Magneten. So, das heißt, da müsst ihr jetzt rein. Tin. Flüssiger Tin, ne? Flüssiges Tin. Aua. Ich hab den Tank abgebaut. Dabei, hä? So, das heißt, wir müssen rüber. Ich glaube, ein flüssiges Zinn. Nee, du musst jetzt hier bleiben. Ach, hast du schon? Ja, das dauert ja noch nicht so lange, da ein Zinn reinzuschmeißen. So. Und jetzt kommt das da rein und. Katsching! Zwei gute Electric Circuits. Zwei. Ich brauche drei. Ja, einer ist noch in dem Workbench da drinne. In welcher? Dieser Dings hier, rechts an der. Da. So, und jetzt brauche ich noch zwei Aluminiumkabel. Welche? Isoliert. Klein, einfach oder was? Ja. Nee, das ist Blue Alloy. Aluminium. Ja, ich mach mal schnell Aluminium. Das heißt, du musst mal bitte schnell noch Gummi reinwerfen. Nee. In die Assembling-Maschine meine ich. Oh, hier die Pair. Hier, nimm doch die scheiß Dinger, dann kommen die auch mal weg. So, jetzt schmeißen wir uns gegenseitig die Sachen zu. Nein, mach du! Das nennt man Jonglieren.
Ja, ich weiß gar nicht, ne? Das ging, glaube ich, mit Rubber war es gar nicht, ne? Nee. Okay. Mit Sheets geht's. Sheets sind hier. Noch 66. Ja, jetzt habe ich die doch eingepackt. Du hast den Circuit noch einstecken, du brauchst den Circuit 24. Richtig. Ich wundere mich gerade, warum hier mein Inventar schon wieder so bummelvoll ist. Da fehlt noch ein, da fehlt noch ein Rubber Bar. Ba ba Rabababababa. ba 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 ba. Habe ich Nee, das ein ist Baby Bell. Medium Battery Hill? Ein leeres Medium Battery Hill. Super. So, und wir haben es nicht geschafft, weil irgendwas nicht geht. Hä? Was hast du denn gebaut gewollt? Bin ich jetzt besoffen? Weiß ich nicht. Was wollte er denn bauen? Ach, ich brauche doch keine Good Electronic Circuits, ich brauche Advanced Electronic Circuits. So, die brauchen was? Das will ich, glaube ich, gerade nicht wissen. Advanced Electronic Circuits. Dafür brauchen wir ein Advanced Circuit Parts. Und die stellt man her. Ach so, mit Lapisplatte und Glowstone. Haha, dafür brauchen wir aber die große. Alles klar. Gut, dann, ja. Also so ähnlich schaut schon mal das Rezept aus, nur ihr müsst euch vorstellen, die Circuits sind andere. Die Gut. sind noch eine Stufe höher. Genau. Das Das heißt, ist wir auch gar müssen nicht dann bis anstrengend zum für nächsten Mal auch diese Maschine dann vorbereiten. Wird ja dann überhaupt nicht spaßig. Also das heißt, wir brauchen dann die Forming Press Stufe 2. Ja, dann haben wir jetzt mal ein bisschen überzogen. Wie immer, wenn man solche Maschinen versucht zu bauen. Jo. Und ja, aber ihr habt gesehen, wie jetzt man die Circuits herstellen muss, die neuen. Wie gesagt, und in dem nächsten Update, aber da ist er noch schön drüber, wird es noch etwas komplexer und wird noch total lustig. Gut, aber dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.